Okay. Okay. Den Ring des Bindens haben wir immer noch nicht gefunden. Der wird mich echt mal interessieren. Vor allem, wenn wir so an einem Boss rumwipen. So, wir sind ein Phantom. Dunkler Schlund alter Tage. Blut, 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 Blut. Okay. Ich halte es nicht aus. Okay. Und du? Unterhalb aber Schnitzer. Aha. Okay. Wo geht's hier weiter? Ah! Oh. Gemein. Das ist ja echt assi. Da muss man hier ganz vorsichtig vorgehen. So. Kommen hier auch Gegner oder ist das jetzt erstmal so eine, finde ich, zurecht Passage? Da geht's nicht weiter. Okay. Was haben wir denn da? Einen Typ. Okay, hier haben wir jedenfalls einen Weg. Oh Mann, was haben wir denn? Ist das sowas wie der Abgrund gerade oder was? Okay, gehen wir mal ganz gemütlich weiter. Sind das jetzt Gegner? Das sieht. Das steht zumindest. Oh, da kommt was. Wollte der gerade mein Schild weghauen? Okay. Okay, okay. Au! 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 Scheiße, geh weg, ey! Meine Fresse, hauen die rein. Wow, das habe ich jetzt in dem Ausmaß echt nicht erwartet. Boah, ja! Ist okay. Ja, nein, diese scheiß Bogenschützen, ey. Ah, da ist Ende. Ist jetzt echt gut. Ja, werden wir jetzt noch verfuck? Ja! Ey, sag mal, was geht? Scheiße, die haben uns ja. Ey, die haben uns aus dem Leben gebumselt. Meine Güte. Keine Chance gehabt gerade. Naja, was? Aber wir müssen jetzt wieder zu dem gehen. Och, Menno. Na gut, wir haben ja ein Leuchtfeuer bei ihm an einem anderen Ort. So ist es nicht. Da gehen wir jetzt auch gerade mal hin. Das war ja Drang Lake, Schloss unterhalb irgendwo. Unteres Schloss von Drang Lake. Genau. Und dann versuchen wir den Spaß gleich nochmal. Spaß. Oh, das Nodachi. Ach ja. Ich habe noch kein einziges wirkliches Katana gefunden. Ich habe nur dieses Schwarzstahl-Katana mal gefunden und das war's. So. In dem Schlund verlieren wir auch die Menschlichkeit und unser Leben, etc. Finally. Ja, mach mal hier bitte auf. Ja. Ich würde da gerne rein. Wieso darf ich hier jetzt nicht rein? Muss ich den Ring extra anziehen? Okay. Hallo? Hä? Muss ich komplett menschlich sein? Okay, das müssen wir jetzt mal verifizieren. Ah, Moment. Das muss einmal getestet werden. So, komplett menschlich, ja. Ich würde gerne wieder dort hinein. Okay. Ja, ich würde aber auch gern rein jetzt. Hä? Geht das jetzt nur von dem... Muss ich dir ein Menschenbild geben? If you seek the dark, young undead, you must offer a human effigy. Wow. Nein. Yes, very well. As you wish. Das werden wir später in Angriff nehmen. Das ist mir jetzt dann doch zu Menschenbild intensiv. Da schauen wir mal später rein. Machen wir erstmal hier mit dem geilen Schloss weiter. So. Das juckt mich nämlich dann doch schon ein bisschen im Bobbes. Königstor! So, dann müssen wir diesmal nach rechts oben. Wir haben ja immerhin schon diesen Eid gefunden. Ist zwar anscheinend Hexerei-basiert, so wie es aussieht, aber hat zumindest einen eigenen Dungeon. Ja, naja. Egal. Gucken wir mal, was hier dabei rumkommt. So. Direkt hier rechts war doch auch so ein Freund, ne? Erstmal. Natzen wir den da direkt um. Ja?
Okay, alles im grünen Bereich. So. Ach, geh weg, du willst hier nicht rein, glaub's mir. Nein, glaub mir, du willst hier gar nicht hin. Ah, da ist die Treppe. Geh weg, ich will dich nicht. Gut, wir haben jetzt ein paar Seelen da drin verloren, aber das ist nicht so dramatisch. Gibt's Schlimmeres? So, und hier waren wir ja eben. Ah, das ist die Rüstungszerstörungsplörre. Einen Moment. Einen Moment. Das machen wir ein bisschen anders. So. Oh, wir sind ein hübsches Mädchen, ne? So, der taucht jetzt mal noch nicht auf. Können wir das kaputt machen? Wow. Schießen die uns mit der Plörre an? Ja, ja. Und mit Pfeilen schießen sie auch. Ist doch nicht wahr. Ein Elisabeth-Pilz. Cool. Kriegt unser Schild und so auch Schaden? Sieht jetzt mal nicht danach aus. Finde ich aber auch nur fair. So, haben wir sonst noch was hier? Eine Truhe. Keine Mimik. Sehr gut. Also, dass unser Schild und unsere Waffe hier keinen Schaden bekommen, das ist echt nur fair. Okay. Gut, dass ich mal mitgedacht habe, ausnahmsweise. So, dann... Ey, hört ihr auf mit der Pampa da? Oh, Mann. Dieser Spiegel schreit irgendwie nach dem Mirror Knight. Den habe ich ja auf dem E3-Trailer schon gesehen. Also nur gesehen. Nicht bekämpft oder so, nicht die Lösung, irgendwas. Nur gesehen, wie gegen den gekämpft wurde. Oh, sieht das wieder geil aus. Da sind wir eben hochgekommen, ne? Ja. Okay. Okay. Oh, eine Tür. Mach sie auf. Oh mein Gott. Was? Ah! Hör auf! Okay. Okay. Anscheinend wollen die alle einmal schießen. Dann sind die erst glücklich. Glitzerndes Titanit und große Megaseele. Na dann, schießt mal einfach alle, wenn ihr dann glücklich seid. Oh, die schießen sogar mehrfach. Okay. Huah! Okay, das war die einzige Tür, oder? Ja, hey, wir haben richtig schöne Augen. Yay! Nein, Quatsch. Obwohl, gucken wir mal. Ah, aber mit dem Körper sieht das richtig eklig aus. Oh mein Gott. Extrem muskelbepacktes Vibe. Ah, da ist das, okay. Okay, da haben wir einen Bogenschützen auf der anderen Seite. Ach du Mutti. Oh mein Gott, ich will meine Rüstung wieder. Hier ist überall ziemlich kacke zu kämpfen, muss ich mal gerade so feststellen. Okay, hallo mein Freund. Das ist nicht cool. Okay, wir müssen hier drin kämpfen. Au! So viel zum... Scheiße, ey. Wo geht's hier raus? Raus. 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 Nein, geh weg. Ich muss mich heilen, Kumpel. Los, lass mich das trinken. Wow, wir sind ja extrem flexibel ohne Rüstung. Scheiße. Abnormal. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir so flexibel werden. Okay, ja, gleich nochmal einen trinken. Na dann, nicht, dass die uns wieder mit Rosturnen beschmeißen. Das will ich ja jetzt doch nicht. Und der Schild, der bringt uns ganz schön viel Haltung, sage ich jetzt mal. Okay, Schaden haben wir auch noch drauf. Und weg ist der Typi. Gar nicht schlecht, ne? Kann man nichts sagen. Okay, okay. Wir haben keinen Ring an, gar nichts, weil wir Angst haben, dass unsere... Kacke, ey. Ah, leck mich doch, ey. Spastis. Ja, haut sie mir rein. So, wo haben wir Gift? Heilungszeug, da. Wird auch gleich mal ausgerüstet, würde ich sagen. Ah. Mann, ich hasse Gifte. Guckt euch mal den Schaden an. Das tickt so abnormal hoch. Ah, der eine rennt darum. Ja, der eine rennt... Oh mein Gott, Fokus, was soll das? Okay, den hätten wir wahrscheinlich dann. Aber der andere kommt bestimmt, oder? Ah, noch nicht. Roll dich mal zur Seite. Okay, da ist er. Na dann, mein Freund. Du hast echt eine coole Rüstung, einen tollen Schild. Würdest du mal bitte irgendwas machen? Ja, geht doch, ne? Komm, hau zu. Oder ich muss das jetzt nochmal machen. Oh, guter Trick. Aber wir sind flexibel ohne unsere Rüstung hier. Du guckst nur auf die Boobies, gib's zu. So, wen haben wir denn da?
Hallo? Ah, du Sau! Ernsthaft? Die hat uns... Das Bild hat uns verflucht? Willst du mich verarschen? Nee, ey, meine Süße, so geht's nicht. Haben wir noch Brandbomben? Jo. So, hier, friss. Hier, fang. Hutadatata. Irgendwas stimmt doch mit diesem Gemälde nicht. Oh, verdammt. Mist. Okay. Irgendwas scheint an dieser Person dann wichtig zu sein. So, da war doch direkt hier rechts ein Schütze. Okay, ich sehe ihn nicht mehr. Was? Wo? Warum? Ey! Nein! Alter! Nicht jetzt! Ich bin nackig, ey! Mann, geh mir weg! Wer auch immer du bist, ob du ein NPC bist oder nicht. Nein! Mann, ich habe keine Ausdauer! Geh weg! Alter, geh weg! Mann! Du bist eh kein Spieler, gib's zu. Ah, ja, knock mich die ganze Zeit. Ach du scheiß NPC! Ja, super. Oh Gott. Hinterfotziges Spawnen von scheiß Phantomen. Super. Oh. Ich sollte meine Rüstung wieder anziehen, wenn ich da vorbei bin, ey. Eigentlich könnte ich sie direkt anziehen. Ich meine, wir wurden ja nicht einmal von dieser Gülle getroffen. Mann. Oh, Rüstung des Auros. Die will ich haben. Hm. Naja. Und da sind wir wieder leicht verfault. Trotzdem sexy. So, was haben wir denn hier jetzt nochmal? Was hatten wir denn an? Unseren tollen Helm, genau. Die Heideritter Eisenmaske plus 10, ja. Vengals Rüstung, genau. Die Dranglake Stulpen und die Dranglake Gamaschen. Moment, wir haben noch so viel. Ach stimmt, die Ringe. So, dann einmal den Ring. Das Soldaten, ja. Den Chlorantiering. Obwohl, den Hartstahlring plus 1 haben wir auch angehabt. Genau, den Chlorantiering und... was noch? Hatten wir den TP-Ring an, oder was? Nein, wir hatten den Klingenring an, genau. So sieht das aus. Genau, das hatten wir an. So, dann gehen wir mal hier zu dem Vieh. Zack, zack, zack. Willst du wieder eine Scholle droppen? Nein, will er nicht. Na dann, einfach weiter hier. Und diesmal machen wir alles fertig hier. Wir haben ja Rüstung an. Das wird. Auch wenn diese Dolch-Bastis uns ganz schön schnell aus der Haltung gehauen haben. Das ist aber wahrscheinlich auch nur, weil wir eben keine Rüstung an hatten. Ja, der Typ soll wieder Angst machen, ne? Das ist die falsche Richtung, ja. Hier geht's weiter, genau. Ach man, warum ist die Tür wieder zu? Menno. So. Au. Scheiß Giftspastis. So, dann müssen wir mal gucken. Ja. Hua. Wow. Warum rollen wir fett? Warum rollen wir fett? Hm. Okay. Warum rollen wir fett? Wir hatten doch... Hä? Hatten wir den an? Okay, dann hatten wir den an. Okay, passt. Ha. Man sollte immer erst checken, ne? Ja, die Fat Wall ist natürlich uncool. So, dann komm, mein Ritter. Und noch einer, komm. Ja, Mann. Ah, scheiß Schütze. Okay, lieber schon Estus trinken. Nein, das passt. So, dann mach mal. So, ja, sehr schön. Was? Oh, oh. Nicht cool. Echt nicht cool. Das wäre eigentlich schon ein Backstep gewesen, ey. Naja, mal gucken, ob uns jetzt wieder dieser namenlose Thronräuber invasionieren wird. Das Phantom war echt nicht ohne. So, jetzt komm. Voll in das Knick. Und bam, gleich noch einen.
Wer hinterlässt denn hier Fußspuren? Wir, okay. So, spawnst du jetzt wieder, du dreckiges Phantom? Okay. Ja, tatsächlich. Er ist doch nicht wahr. Und er haut uns da dreckig die Stance weg. Das ist doch dreist. Geh weg, geh weg, geh weg. Nein, nein, nein. Geh einfach weg, Mann. Mir geht die Ausdauer aus, um dich so auf Reichweite zu halten. Ja, aber wenigstens kannst du uns die Stance diesmal nicht weghauen, so easy. Scheiß NPCs. Okay. Mann. Ja, ich weiß, dass der besiegt wurde. Okay. Da haben wir den Schützen. Okay. Und da würde ich auch runter wollen, weil da noch ein Shiny ist. Ah, da ist auch ein Schütze. Okay. So, hier runter, ne? Oh, Mann. Warum ging das nicht? Muss ich hier springen oder was? Sieht so aus, ne? Ja. Okay. Oh, das ist eine Leiter. Das ist gut. Da ist auch noch eine Leiter. Da geht's runter. Hm. Ah, da sind dann die Gegner, die die Säure spritzen. Oh, eine Seele. Sehr cool. Okay. Und da ist sogar noch eine Truhe. Okay, das hat nicht gut funktioniert. So, erstmal dich backstabben. Und kaputt. Oh, geh weg. Du triffst uns nicht. So. Gut, das ist keine Mimik. Eine Falle vielleicht? Nein, alles gut. Jäger, Schwarzbogen und Eisenpfeile. Mhm. Geht's hier auch wieder runter? Nein, da ist kein Secret-Bereich mehr oder so. Okay, dann klettern wir mal wieder hoch. Da geht's nämlich nur in den Tod. Wow. Und da wollte ich zuerst hinrennen. Nun denn. Dann auf zu dem anderen Schützen, der da oben auf uns wartet. Schneller. Hui. Jupp, jupp, jupp. So, da haben wir den, genau. Och, pack das Messer aus. Wow, für euch habe ich jetzt aber auch noch so viel Angst. Vor allem einzeln. Okay, ich mag den Spiegel nicht. Und ich mag die Dinger nicht. Ich mag vieles in diesem Bereich nicht, merke ich gerade. Okay. So, ach, ich komme gerade nicht klar mit der Kamera. Ich will sie überall hindrehen. Okay, ihr bleibt bitte so, wie ihr seid. Steinern. Eine Dame. Ein NPC. Ein weibliches Wesen. Nein, gucken wir mal. Bitte sei nicht böse. Bitte sei nicht böse. Komm schon. Bitte, bitte, bitte. Man kann mit dir sprechen. Cool. You have fought admirably on your journey, cursed undead. I am Nashandra, Queen of Dranglake. A true monarch carries the weight of their souls. The last king of this land, King Vendrick, as he was called. He found the strength to rule his people, and when the undead were born, cursed. He found more strength to face them. But in the end, he never took the true throne. Visit Vendrick. We have no need for two rulers. Ich mag die Frau nicht. Ich bin verleitet, sie zu töten. Was sagen die Leute denn so? Hurra für Bohnenstange. Okay, ja. Ich will nicht mit dir reden, ich will die Nachricht lesen. Schützenposition. Ja, ich bin verleitet. Ich bin sehr verleitet. Schurke voraus. Distanzkampf. Ja, ich bin wirklich verleitet, diesen NPC zu töten. Weil da so stand, es kann keine zwei Herrscher geben. Okay. Ja, wo geht's denn hier noch so hin? Okay, hier haben wir zumindest eine Nebelwand. Da schreit jemand nach Hilfe. Da ruft jemand nach Phantomen. Okay. Und was haben wir hier? Oh, eine Sackgasse. Ich bin wirklich sehr verleitet, diese Person zu töten. Weil sie mir so hinterfotzig hervorkommt. Steht da noch jemand neben ihr? Rechts und links? Ja, soll ich? Nee, die lassen wir jetzt mal in Ruhe. Wir gehen jetzt einfach mal durch die Nebelwand und gucken, was dort ist. Wenn der Vendrick irgendwie normal erscheint, wenn er das überhaupt ist.
und irgendwie mit uns kommunizieren möchte, dann töten wir die andere. Oder wir kämpfen einfach gegen zwei Drachenreiter. Ich weiß zwar nicht, wo der zweite jetzt gerade im Moment ist, aber okay. Okay, wir wurden von irgendwas da oben angeschossen. Ist gut, du fettes Mistding. Okay, der lässt sich überhaupt nicht staggern. Komm, Schild hoch, Schild hoch. Da war der nächste Pfeil. Okay, jetzt müssen wir aber erstmal wieder hier Timing finden. Okay, der nächste Pfeil muss mal kommen. Okay, da war er. Komm, jetzt mach irgendwas. Ah, Mann. Das ist jetzt zu knapp. Da war er, okay. Trink schnell einen Schluck. Ach, das Geräusch war aber schon da. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Wow, 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 wow. Wo ist der Pfeil? Wo bleibt der Pfeil? Wo bleibt der Pfeil? Trink schnell. Komm, komm. Schild hoch, mein Freund. Ja, Mann. Gut. Ah, ja? Oh, verdammt. Ah, oh, hat der uns das Ding voll in den Rücken geschossen. Scheiße, ich hänge fest. Okay. Ich weiß genau, dass er jetzt angreifen wird, wenn ich heile. Ah, komm. Trink schnell, bevor der Pfeil kommt. Ja, Mann. So ist gut. Okay. Schön draufhauen hier. Oh, 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 oh. Also der andere scheint oben immer schön im Kreis zu laufen und sich eine gute Position... So viel zum Thema. Und sich eine Position zu suchen. Ja, ja. Ne? Okay. Ist vielleicht jetzt gar nicht so schlimm für uns. Ah, noch einer, ne? Ja, war klar. So, schön draufhauen, wegrollen. Oh, oh. Okay, dass das trifft, war zu erwarten. Aber das war verkraftbar. Okay, da hinten kommt... Ah, noch... Ah, Mist. Ich dachte, er macht drei Angriffe. So, eins. Ah, Mist. Jetzt kommt der aber wieder bei. Okay, okay. Ah, Mann. Müsst ihr so auf einem Haufen stehen? Der andere will jetzt nicht mehr. Der merkt, dass er wenig Leben hat. Ich lasse mich aber nicht in diese Ecke ziehen. Ah, du Saugesicht. Ah, geh weg. Wie gut, dass dein Buddy es nicht bemerkt hat, diese Chance zu nutzen. Come on. Ich will dich. Ich will dich, Stinkerchen. Kommt noch ein dritter? Nein. Eins, zwei, drei, komm. Verdammt. Hä? Jetzt aber. Schild hoch. Ja. Okay, okay. So, einfach auf Reichweite gehen, komm. Komm, schnell, schnell. Schild hoch. So ist gut, Mann. Ja. Und bam, bam. Der kriegt ganz schön gut Schaden, der da. Hätten wir vielleicht doch lieber erst den gemacht. Naja, was soll's. Oh, der kann man sogar staggern. Naja. Sehr coole Sache. Muhaha. Ha, 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 ha. Und eine weitere Drachenreiterseele. Oder ist Nein, Drachenreiter hatten wir eben schon, ja. Die gaben aber auch ganz schön gut Seelen. Was haben wir hier eigentlich liegen? Ist das Gold? Ja, das ist Gold, definitiv. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Noch mehr Gold. Nichts darf ich hier mitnehmen. Ha! Interessanter Kampf, schöner Kampf. Und ein Leuchtfeuer, sehr coole Sache. Unser zwergischer Freund. Erstmal rasten. Erst einmal rasten. Wir müssten eigentlich auch in der Lage sein, Level-Ups zu machen, theoretisch. Hey, sprich mit mir. Oh, well met, friend. Good to see you well. Yes, very good indeed. I journeyed from the distant east to perfect my swordsmanship. The legend has it that powerful beings slumber in this land. This sword has been in my family for generations. And only a real man can wield it true. I may face any manner of man or beast, but none shall be a match for my sword. This land is a right mess, eh? King's gone. The people have a mad glint in their eyes. The land itself is overrun by terrible beasts.
No better place to test my sword, eh? This land, King's. No better. Okay, wenn man mit dem Moonlight Greatsword kämpft, ist das auch nicht so schwer, mein Freund. Was sagst du uns denn, Nachricht? Leichtsinn, aha. Okay, und du? Phantom wird benötigt. Aha, meinst du? Naja, wir werden sehen. Oh, Moment, ich wollte eigentlich ein Level machen, glaube ich, ne? Das wäre relativ sinnvoll. Wie viel Glitzer-Titanit-Zeug haben wir denn? Ah, falsch. So. Eins. Naja, das bringt uns gerade nicht wirklich viel. Gucken wir einfach mal, was war. Oh, da geht's noch weiter? Hier geht's hoch. Okay. Schauen wir erstmal da rein. Das interessiert mich jetzt gerade doch minimal. Okay. Okay. Oh, oh, oh. Dich habe ich ja gar nicht gesehen. Mein. Au. Okay, ich bin weg. Das erinnert mich an Anor Londo mit den zwei Rittern. Nein, 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 keinen Bock da drauf. Auf nach Majula. Nee, 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 nee. Konnten wir eigentlich auch Rüstung mit Feuer und so einem Schmarrn verstärken, also Widerstände geben? Das interessiert mich jetzt gerade mal so nebenbei. Nicht wirklich extrem, weil ich das jetzt nicht wirklich brauche, gerade im Moment. Nur ich habe jetzt so irgendwie daran gedacht, weil die Waffen will ich nicht wirklich verstärken. Ich glaube, unser physischer Hammer ist einfach am besten. Wobei so vielleicht so ein bisschen Feuerschaden recht cool drauf wäre. Ah, oder Blitz. Ah, das wäre schon geil. Nein, wir bleiben beim physischen Hammer. Wäre dann ein kruder Hammer vielleicht noch besser? Egal. Gehen wir erstmal zum Schmied. Hast du was Neues? Hast du neue Steine? Ja, ich war lange weg. Ich möchte neue Steine. Zeig. Hey, hallo. Hallo? Ah. Und sie hat tatsächlich große Titanitscherben. Mhm. Boah, okay. Nope, kein Interesse, meine Süße. Kein Interesse. So, dann zeig mal. Hast du was Neues? Nö. Waffen verstärken. Genau. Das Verfolger-Ultra-Großschwert könnten wir verstärken. Genauso könnten wir auch den Hammer des Eisenkönigs verstärken, der bisher nicht wirklich gut aussieht. Den werden wir aber auch nicht verstärken. So, unser Hammer braucht ja Glitzer-Titanit-Zeug, ne? Genau. So. Wow, das kriegt schon einen heftigen Boost. So ist es nicht. Oh Mann. Naja, wir gucken erstmal. Ja, was gucken wir denn? Unser Schild, der braucht auch Titanitscherbe? Aha, die können wir ja kaufen. Hm, den Ring reparieren wir nicht, den lassen wir aus. Wir gucken einfach mal Titanitscherbe, ne? Ach, Mann. Okay, und Rüstung verstärken, wie sieht's damit aus? Da können wir auch. Ah, da können. Oh, oh. Na gut, wir haben ein glitzerndes Titanit immerhin, ne? Ja, damit können wir das dann verstärken. Wow, da kriegen wir aber auch einen heftigen Boost auf der Brustrüstung. Und die skaliert mit A, das kommt noch dazu. Das ist die Finsterrüstung, nicht wahr? Ja. Wow. Okay. Und was ist mit der Drangleic-Brustrüstung? Wo ist die? Ah, da. Hm. Wisst ihr was? Komm, hau rein. Bam. So. Ansonsten würde ich sagen, lassen wir das alles mal so. Und ja, das war's bei dem Schmied. Wie schön, dass du da sein wirst. Okay. Werden wir mal gerade. Was haben wir alles? Ich glaube, wir haben so ein paar Seelen, die wir nutzen können. Ja. Die werden wir alle mal reinhauen. Und dann gucken wir mal, was wir so an Leben raushauen können. So, ein paar Boss-Seelen haben wir ja so verbraucht, damit wir diverses machen konnten. Aber hey, das passt schon. Wir haben eh keine Waffen gefunden, die wir daraus machen wollten.